Hallo und willkommen zurück. So. Wo war man stehen geblieben? Ich glaube, wir sind durch. Oder? Ja, hier haben wir den Wald gesetzt. Ich denke mal, hier brauchen wir erstmal nichts groß setzen. Der haarige Wüstenskorpion. Okay. Was werden wir denn heute noch Schönes machen? Haariger Wüstenskorpion. Habe ich auch einen goldenen bei? Ich denke nicht. Oder? Machen wir der. Tisch und Tisch. Männchen, Weibchen, schnell. Süß. Was haben wir noch? So, du hast kein Futter. Was ist mit dir nicht richtig? Hier Pfleger rufen. So, Veterinärforschung ist auch wieder durch. Die Staupe. Einen niedrigen Wohlbefinden. Was ist denn hier kaputt? Sauberkeit. Tierpfleger. Wozu habe ich euch denn? Wozu habe ich euch? Ja, komm, alle. Haben es ja bald geschafft. Gut, hätten sie das. Das Tier ist hungrig. Ich glaube, die gehen jetzt nicht wieder baden. Ja, hier, die freuen sich. Weil ich würde jetzt mal sagen, wir schnappen uns jetzt mal ein. Ich muss hier weg. Ein netten Kumpel, der hier gerade ankommt. Oder eine Kumpeline. Mal gucken. Gucken wir uns das einfach mal an. Gucken, was er so sieht. Vielleicht sind wir ja so viele. Ah, ich habe Hunger. Nee. Ja, genau. Immer mitten in die Menge rein. Ah, die Wegfindung ist nicht so deins, ne? Immer wieder schön. Was suchen wir denn? Mal gucken, wie der Park so wirkt. Also ein bisschen seekrank wird man denn schon, ne? Aber auch so wie du echt so zielgerichtet einfach da reinrennt, ne? Was haben wir denn hier? Okay. Ja, lass mal den Park mal Park sein. Mal gucken, was passiert. Das sieht schon gut aus, ne? Na. Oha. Ja, genau da. Okay. Ja, genau, machen wir mal noch ein Foto. Was haben wir denn hier noch? Ich habe gleich mal noch einen neuen Besucher. Mal gucken. Was man noch so alles entdecken kann hier. Keine Bildung. Hier leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Wieso? Warum? Soziale Gruppe. Zu groß. Wen haben wir denn hier? Den grünen Insel-Leguan. Gucken wir uns hier mal an. Grüner Insel. Gruppe zu groß. Okay, wer hat die besseren Stats? Und du nicht. Okay, tschüss. Besser. Ah, die sind krank, ich weiß. Gibt es hier denn noch irgendwie in wen wir noch beobachten können? Oh, nochmal Veterinärforschung. Schildkrötenherpes. Wen haben wir denn hier?
Gucken wir mal durch seine Augen. Gucken, was er so Schönes entdeckt. Da, wolltest du gerade die Dame schubsen? Kann ich. Nee, selber wegen geht nicht. Schade. Gucken wir uns jetzt einfach mal ein Stückchen weiter an. Erstmal schön die Selfies machen. Das sieht. Ja, Steinwand. Na, sonst noch irgendwas? Aber irgendwie auch nichts los hier, ne? Sauberkeit, ja, das kennen wir. Die Pfleger. Sollten sie eigentlich. Siehst du eigentlich irgendwas? Ja. Los, zeig mit dem Finger drauf. Welchen magst du? Ja. Ist schon spannend, ne? Ein unterirdischen Wohlbefinden. Ja, wissen wir. Dann holen wir jetzt einfach mal einen Arzt rein. Dann machen wir das eben so. Staub ist fertig. Liebe Krankreich, roter Viren. Was haben wir denn noch? Ei. Ich würde einfach bald mal sagen, wir warten, bis diese Forschung hier fertig ist. Und dann die Folge auch rum. Das können wir im nächsten auch noch erforschen. Da jetzt nicht so das Problem drin. Der gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Fangen wir mal beim Zoo ganz von vorne an. Und einfach mal hier rüber. Was haben wir denn so Schönes? Ja. Veterinärforschung. Ah, das machen wir jetzt doch schnell fertig. Ist doch gar kein Problem. Aber. Allein dieses Gehege ist auch hier schon ein voller Erfolg. Interaktiv mit den Äffchen. Wir haben hier viel gelernt. Das Zeug in der Mitte bringt gar nichts. Das können wir ja gleich wegmachen. Also, sie lieben einfach das Interaktive. Hier haben wir die drinne. Okay. Genau. Das funktioniert doch hervorragend. Ja, hier auch extrem beliebt. Sollte man aber definitiv größer bauen, weil das sind halt sehr scheue Tiere. Oh, mit Babys. Oh. Genau, hier haben wir die Pumas drin. Mit Baby-Pumas. Einmal da und einmal da. Und da. Sehr schön. Ah, das schöne Eisbärengehege. Hier können wir mal reingucken. Guck mal, wer liegt denn da auf der faulen Haut? Hallo. Ich bin der Eisbär. Kegelrobbe. Ja, ja, kriegen wir schön. Haben wir hier wen drin, ne? Wen haben wir denn da? Oh, ein Baby-Eisbär. Ja, Pokale. Ja, Community-Event war nicht so erfolgreich. War ich nicht so erfolgreich. Aber es war nicht meine Intention dahinter. Ah. Hier wird wieder Zeug geleert. Was haben wir denn? Können wir hier einfach mal zugucken? Ah, deine Augen kann ich nicht sehen, okay.
Das wäre aber cool gewesen. Gucken wir uns das einfach mal an. Hier. Du bist ein sympathischer Dude mit deinem Hut. Eine Dutin. Na? Oh, es ist wieder 10 Minuten das Spiel im Gange. Ein Schelm, wer Böses denkt. Na? Ja. Das dauert jetzt eh wieder ein paar Sekunden, ehe das wieder von vorne läuft. Well, Lama, genau. Was geht denn nur so ein bisschen auf Eier? Es läuft jetzt langsam wieder weiter, ne? Passiert hier noch irgendwas? Boah, schön, wie die stehenden Gäste einen voll im Weg stehen, ne? Ein Schelm, der Böses denkt. Ah, es geht los. Es geht los. Die Bühne ist auch der. Ja. Geht so ein bisschen Geländer, ne? Das kennen wir ja nicht anders. Oho. So, meine Damen und Herren, das sind Eisbären. Sie sind weiß und knuffig. Und sie machen merkwürdige Geräusche. Okay, tschüss. Wen haben wir denn hier? Oh, den Grizzly. Grizzly mit Nachwuchs. So muss das sein. Hier mal die Ausbrecherkönig. War doch irgendwas mit inkorrekten. Das hat sich ja schon erledigt anscheinend. Ah. Ison. Ich will da nicht hin, weil mir egal. Wir befinden uns gerade in der. Am Ende. Ich wollte jetzt hier hin. Danke. Ihr macht mich fertig. Nee, jetzt nicht. Jetzt habe ich keine Zeit. Nicht. Ihr chillt hier eures Lebens. Hervorragend. Das Axolotl. Ja, da werden wir uns schnell drum kümmern. Das geht ja fix. Das geht einfach fix. Okay. Du und. Nee, du nicht. Geht doch. Ist so ein bisschen schade, dass man so Geländer nicht einseitig bauen kann. Müsste man jetzt von Hand setzen, ne? Hätten wir das wieder ein bisschen cool. Aber das werden wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr beachten. Hallo. Euch. Ja. Die entwickeln sich selbst. Was haben wir denn hier noch Schönes? Vitrinärforschung. Das Tetanus ist auch schon fertig. Jetzt haben wir alles erforscht, was wir wollten. Ja, passt so. Und die Folge ist auch schon. Passt wieder rum. Ich glaube, wir gucken nochmal zu den Bibern. Die müsste hier auch irgendwo rum oxidieren. Na?
Hier waren wir ja vorhin schon mal. Hier sind ja... Jaguare. Na, habt ihr gesehen? Gehege ist auch schon cool. Gucken wir uns mal weiter um. Ey, ich stand ja auch schon kurz vor der Pleite, ne? Möchte jetzt nochmal zu den Bibern. Bibern müssen wir jetzt hart rechts. Ja, die bringen nichts. So bringen die nichts. Ja, was sucht der? Siehst du, die können alle weg. Alles unnötig, weil die Biber oxidieren hier rum. Wo oxidieren hier Biber? Da ist einer. Hab dich. So ein Riesengehege, ne? Aber sind, glaube ich, bloß 5 Biber drin. Ich glaube, ich weiß es nur nicht ganz. Können wir das Gehege ja mal anklicken. Dann wissen wir das. Wie viele Tiere haben wir jetzt noch hier drin? Ja. Naja. 6. 2 werden bald sterben. Naja, dann waren es nur noch 4. Aber ist ja nicht schlimm. Na, seid ihr getriggert durch eine unsichtbare Wand? Ah, das waren noch Zeiten, ne? Das waren noch Zeiten. Sehr schön. Hier wie die Rentiere. Stimmt. Euch geht's gut, ne? Hervorragend. Bin begeistert. So, hätten wir ja eigentlich auch schon alles. Ist ja nicht viel passiert hier. Hier vorne. Die sind auch noch da. Die Ausbrecher. Ja, die Kegelrobben. Die Ausbrecherkönige. Haben wir sonst noch irgendwas? Hi. Die Wölfe haben wir ja noch. Ansonsten sind eigentlich nur noch Vivariden. Und das war es dann aber auch schon. Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier von dem Zoo. Und sehen uns einfach beim nächsten. Wenn wir das ein bisschen intelligenter angehen. Und ich würde sagen, bis denn. Ciao.